Jetzt mal wieder viele Explosionen. Lennart sprintet. Lennart sprintet, damit wir das hier sehen. Also geht ins Power-Menü. So, los geht's. Okay. Lennart gönnt sich wieder Power. Power Power. Der ist so taggert, ob das eine Kombo ist. Weiß ich nicht. Hat er schon oft gemacht. Ich denke, von Matchup wird es eigentlich ähnlich aussehen wie eben. Weiße wird hier seine Setups machen. Ich denke, wir legen von zwei Snake aus, nur ein bisschen weniger. Nee, vergiss, was du gesagt hast. Das Ding ist, im Gegensatz zu Snake kann wahrscheinlich hier legen seine Ledge-Traps gut ausspielen. Ja. Aber wer hat wen auf Stage, ist die Frage immer. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gerade, das ist wahnsinnig. Die Gammel Down Air. Ach, probier die Down Air, hast du gesehen? Einzige Landing Option. Down Air. Ja, der denkt vielleicht, findet er dann die Dose und traumt mal ab. Ja, schon ja, das ist auf jeden Fall gut, weil Link muss eben nicht offstage gehen, um zu edgeguarden. Aber deswegen kann er sich auch nicht so einfach mit der Cam dann schützen. Weil Link wirft einfach die Bombe runter. So juckt. Nach dem Set wäre ich aber schon ein bisschen raus, ne? Vor allem, wenn beides nicht mit, dann will ich nicht die beiden kommentieren. Dann sag ich immer falsch rum. Weil ihr jetzt. Okay, und? Oh! Ah, ich dachte, die Cam rettet zu leicht, aber. Ja. Damit? Die Fair. Doch, Evings. Favorite Kill Option. Weiß jetzt mit der Bombe auf. Ja. Und die beide wollten was mit der Bombe machen, aber das hat auch zu. Oh, schöner Grab. Ja, aber Iceface weiß, wie das raus die ein. SDM wohl zu sagen, oder? SDM, hab ich fast gesagt. Das ist gar kein Thema. Oh, die Bombe wird getriggert von. Von der Can war das, oder? Ja. Das ist eine Flame Box, damit ja. Oder lief das früher? Weiß ich. Und? Kommt ja noch zurück. Das war ein bisschen greedy. Ja. Oh! Das war richtig schön. Weil das nochmal und mit dem Arrow. Damit ist es ein sehr schneller Ausgleich hier von Niklas. Von einem 80% Disadvantage. Jetzt. Ja, sieht man eben. Man kann. Hier eben. Man kann. Da kann schon Bully hin mit Disadvantage, wenn man weiß, wie hier. Man kann Link eigentlich so gut in Disadvantage halten. Außer er drückt Downer die ganze Zeit. Aber vielleicht. Da kann man. Da kann jeder ein bisschen Watsch halten. Ist hier einfach nach dem Spot-Dodge. Ja, der weiß ja, wie man ihn überhaupt spielt. Ja, ey. Hellsfeld hat gespot-Dodge und Weiß hat es einfach abgewartet. Das ist frech. Ich weiß nicht, wahrscheinlich explodiert die Bombe von der Can nur, wenn gerade auch die Can dann aktiviert wird. Ja, genau, weil dann ist erst die Flame-Box da. Vorher ist er nur dieser komische. Dieser Schub, weißt du? Ja. Der ist dann der Link-Chap. Oh, schön. Und Iceface muss hier jetzt hinter safe spielen. Ja, aber Weißface kann nicht landen, denn er auf sein Schild. Und da war wieder die Can. Ja, an sich, wenn man halt nicht offstage kommt und nicht gecornert wird, dann so von Mitte der Stage hat jetzt Ducker nicht die krassesten Clear-Options. Nee. Ein. Oh, da war der F-Tilt. Ich weiß nicht, ob der gekillt hätte. Ich glaube ja, mit der Rage. Ja, Full Rage hier. Aber auf jeden da Fall. Kann also. Ja. Eigentlich müsste jetzt alles killen, was Weißel drückt. Außer vielleicht ein Grab. Und oh, hat ihn das gepokt oder hat er gedroppt? Ich denke, es hat gedroppt, aber ich denke, dass er was drücken wollte. Das sah auch nicht wie ein Spot aus. Speedshot braucht man nicht. Waren 200%. Also, das müsste Speedshot gewesen sein. So. Also, sonst würde er mehr nach oben fliegen. Glaube ich. Keine Ahnung von Dr. Der Lead. Ja, auch nicht so viel. Das Spiel gleich so. Wir sind wieder auf PS2 gestartet. Mal schauen, ob wir jetzt wieder Stage wechseln. Ich kann mir vorstellen, dass wieder Town hier kommt. Small Battlefield hier, hab ich gesehen. Diesmal wirklich. Nein. Wir werden ja auf jeden Fall die Cuphead-Musik. Hier hat jemand Geld ausgegeben. Für ein Mii-Kostüm. Und für die Musik. Ich hab's gerade ausgegeben. Nee, die ist zusammen, Ja, eben, aber ich hab's wegen der Musik gekauft, nicht fürs Mii-Kostüm. Als ob ich Mii-Gana spiele. Hallo? Ich
Ja. Schlecht. Auf jeden Fall hier. Und hier kein Downhill, Abdi. Ich bin dankbar. Der will hier einfach nur letztlich gehört fallen. Sehr viele Trades gerade, aber meistens sind wir mit kleinen Lied. Oh, die Rolle gecatcht. Der weiß einfach, wann Leute ihre defensiven Options picken. Der wartet einfach ab. Weiß auch schon sehr lange dabei, sehr erfahrener Spieler. Schon seit 4. Hat er schon jetzt viel. Ja, auf jeden Fall einer der erfahrensten Spieler hier. Einer der wenigen, die nicht Ultimate Zoomer sind. Ich hab auch so ein Spiel gespielt, dann bin ich da im Zoomer. Oh Gott, das. Diesmal war die Downer gut. Heißt nicht, also. Ich hab so ein Spiel, hab ich zwar noch nicht gespielt. So. Geht's gut. So, ich bin Ultimate Zoomer. Jo. Okay, haben wir auf jeden Fall. Und stolz drauf. Und hier die Dash Attack. Also Nice Face meinte vorhin, die ist immer ein bisschen put. Ich weiß nicht, ob da ein F-Tick kommen sollte. Macht der nicht F-Tick mit einem Tilt-Stick? Ja doch, aber als Sliding. Ah! Manchmal Dash-Attack raus, wenn man das macht. Mhm. Hat sich jetzt, ja. Auf jeden Fall hier beide jetzt wieder auf dem Even-Stock. Ich weiß, vielleicht für Weißel, aber die Dämpfe auch sehr stark. Ich weiß nicht, wie sehr langsam es gehen kann. Irgendwie passiert nichts. Nee. Was passiert nicht für B? Und das war's. Wie kriegst du bis zur oben? Aber kommt sagen so. Oh! Das confirmt einfach. Late Nair B. Bei 80. Ja. Damit nice was irgendwie jetzt. Da mein Kopf ist schon so weh vom Kommentaten. Also, okay. Ja, wir gucken uns auch gerade die ganze Zeit. Weißt ja, dass ich mich selber höre, die ganze Zeit auch, ist auch super anstrengend. Sagen, also so Duckhand Gameplay ist schon sehr eintönig. Es passiert die ganze Zeit dasselbe. Es passiert Ultra B, einfach Down B. Das ist halt so ein bisschen so ein Minigame, so ein Mario Party Minigame für Nice Face. Kommt ja irgendwie Setups rum. Mhm. Auf jeden Fall. Wir müssen nicht nochmal ein Game 5 sehen, wirklich. Dann tut mir der Kopf nochmal. Sieht ja aber gut aus, dass du mir gefallen hast. Ah, ist ja easy. Nice Face. Der will wieder für den Fern gehen, aber war nicht viel. Aber der hat es nicht gemacht, richtig gemacht. Der Blade Beam. Das war auch oft. Ich wäre immer von getroffen. Weil ich immer vergesse, dass der existiert. Macht auch niemand. Okay, hier die Offstage Air Dodge. Ja, kommt zurück. Oh, da fand ich sogar. Wieder eine Kante zu nehmen. Ich glaube, das ist wirklich jetzt. Oh, hier die Panikrolle. Aber. Heißt, wir konnten nichts draus machen. Okay. Weiß nicht, also. Niklas hat sich dafür entschieden, einfach nur alle seine Projektile zu werfen. Also, der will langsam spielen, aber der. Ja, aber das Ding ist halt, so ein. Projektile sind halt nicht so gut wie die von Duck haben. Nee. Nice wäre es jetzt. So, er hat so ein bisschen Angst. Zu interagieren. Oh Gott. Das Ding ist, eigentlich gewinnt er halt, wenn er interagiert. So. Aber er muss interagieren, das ist alles okay. Hey, aber er will es halt nicht, er steht noch hinter Sage. Aber er muss eigentlich Corner pressuren. Da war wieder die Gamme Downing, aber nicht gepunched. So, das heißt, wenn die auf dem Boden landest, damit von weit oben ist schon wieder safe. Oh und? Gott. Ja, auch wieder. Hat es gepoked? Nee, es hilft nicht. Ey, nee. 1:1 auf jeden Fall. Auch gekloppt. Ja, weiß nicht. Kann mir auch gut vorstellen, dass es gepokt hat. Link seine Sachen poken immer. Einfach criminal. Ja, mal schauen, wie sich das Set entwickelt. Kann Nice Face mit diesem Erfolg eine Siegesserie gewinnen? Oder schafft Beißel den Sieg? Müsst ihr eigentlich jemanden holen gleich zum Kommentieren oder geht's auch raus? Ich werde es dann. Ich guck gleich, wenn es. Wir müssen nicht während des Sets darüber reden. Nein. Wir gucken hier dieses Set. Wir haben eben Snake gesehen. Und wir sehen hier jetzt auch schon das siebte Game in Folge Duck Hunt. Ja, das tut sehr weh. Ich glaube, so viel Duck Hunt habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Nee, aber das ist ein Hamburger Ding auch. So, ein Norden-Ding. Denke, man denkt immer, Duck Hunt ist cool, weil man sieht so weiße Twitter-Montagen. Nee. Ja, genau. Aber das passiert halt alle 5 Minuten und das, was dazwischen passiert, ist einfach nur so, okay, ist halt und das passiert auch im Quickplay. Wir haben schon ein paar. Ja, haben wir, aber die er aufnimmt, die sind meistens Quickplay.
Aber er hat ja auch ein paar Typen getroffen schon. Hast du gesehen, was passiert ist? Er hat es halt die Berger gemacht. Aber davor habe ich nicht gesehen. Nee. Nice Face hat ihn gejabbt, aber Jab 1, 2, 3 hat einfach nicht connected. Und deswegen wurde er gepunished. Das ist einfach rausgefallen aus dem Jab. Ja, ja, nice. Ich glaub nicht, dass der FD1-Spieler einfach Smash Ultimate nimmt. Auf jeden Fall hier. Das ist halt Pech, weil bei Smash einfach der dann die Can. Der lässt sich nicht selbst trappen. Der macht einfach Downbeat und dann macht der nochmal, geht dann nochmal in die Kraft. Und dann drückt er die Can und selbst wenn er getroffen wird, dann man kein Follow-up draus. Aber er kriegt eine Upbeat. So, das halt mich auch so panisch, wenn er es nicht trifft. Sehr viel endlich. Oh, jetzt schon oh, macht den Jabbits-Kombos alleine. Können beide auch sinnig machen. Sowohl Link als auch. Da kann ich keine Single Double spielen. Ich bin Chase mit dem Arrow. Diesmal hat sogar Jab 1, 2, 3 connected. Das ist schon gut. Ich halte von da kann. So gut. Okay, und es ist die Eye out. Und direkt aufs Feld. So. Weiße drückt ein bisschen B. Nice Face drückt gar nichts. So. Und die Hop-Rose. Geht auch nicht. Und der Gunner, der kam noch. Niklas, was ich glaube, sicher, dass der Boomer schneller ist als der Gun-Hit. Der wurde aber dann gepunished. Okay, weiß hier mit den Item-Plays. Hier sind alle Projektile Alter, auf einmal. Da ist ja so viel explodiert. Gleich gab es noch ein Arrow vom Boden. Eieiei, die ist manchmal, weißt du, die ist jetzt. Oh mein Gott. Digga, der arme Link, der tut mir leid. Digga, der arme Link, der wurde komplett in die Luft gesprengt. Da ist auf jeden Fall nicht viel. Ich bin auch nicht, wenn wir jetzt was hier aufstellen. Wenn ich jetzt nice wäre, ich hätte keinen Bock. Ja, du hast nie Bock, wenn du Smash spielst. Wohl mit Kirby? Mhm. Ja, ne? Wird gegen Weiße gespielt und ehrlich gesagt, das hat nicht so Bock gemacht. Ja. Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber dann hast du gegen Weiße gespielt heute. War der im Pool? Weiße war mein Pool. Weiße war mein Team-Captain. Pool-Captain. Aber warte mal, dann hab ich zwei Eggs in meinem Pool und du hattest zwei Duckern in deinem Pool? Ich hätte lieber zwei Eggs gehabt als zwei Duckerns. Jetzt glaube ich dir. Ich hatte alle Duckern-Mains auf der Welt in meinem Pool. Wir reden nicht über SV. SV, du existierst nicht. I'm sorry. Die haben vorhin noch nie über Duckern-Mains gesprochen. Ich weiß, ich war dabei. Also war ein paar vergessen. Hier gibt's keinen. Okay. Was haben wir eben für eine Map überhaupt? Die zweite dort. Aber ja, nice SV wie auch eine kleinere Map. Ein bisschen so Nice Face spielt Advantage, aber macht dann halt auch Sachen, die nicht cool sind, nicht safe sind. Das Ding ist, manche Sachen sind halt auch, wenn du eine Frame 1 Option hast, nicht ganz true. Ja, das Ding ist halt, man kann halt davon ausgehen, dass Weiße aus Hits dann immer irgendwas drücken wird. Was halt ultra nervig ist, weil du dadurch ultra patient Advantage spielen musst. Es ist wie mit Snake auch. So. Snake. Drücken einfach irgendwas. Ja, wir drücken Downbeat oder dann. Nee. Das war Ledge-Trap mit der Gammel da unten. Oh Gott, warum machst du nicht Abbeißen? In Up-Air. Und? Digga, ich schwöre, diese Down. Oh Gott. Covert hier die Bomben Recovery. Oh mein Gott, die Coverage. Der lässt mich an den Ledge. Ah. Hier sieht man. Oh Gott, das war ja sowas von unfair. Wehe, das klippt jemand, wenn es jemand klippt. Down-Air. Ja. Biggest Reversals. Counts. Ich will nicht mehr, Alter. Die Gabel down. Dann down hit up. Nee. Ich will jetzt verbeißen. Egal. Also bist du für SH? Ich bin sogar so für SH. Das ist beide. Ja, auf jeden Fall beißen, holt ihr den Stock. So. Das Ding ist ein Down, der war auch nicht mal weggewillt. So. Der war bei 180 der oder so. Der wollte ihn nicht mehr treffen, er wollte einfach nur down hier drücken, weil. Weißt du? Vielleicht klappt ja. Einfach noch was drücken. Hier haben wir ein bisschen Fair. Ja, schön, wir kommen gut aus. Fair, ich Chef auf Lede kommen. Ja, FD
Tschüss. Bombe. Hier. Heißt Face tut hier ein bisschen Geister jagen. Der Schlumpel war zu langsam. Der hat ihn in der Corner. Der hat Druck. Der haut ein paar Hitboxen raus und dadurch kommt Face nicht raus. Lässt sich auch gerade von dem bewirkten gerade viel beeindrucken. Digga, die Animation, wenn Link eine Bombe graben will, aber keiner hat. Finde ich süß, ja, der hat sein Hände über den Kopf. Traurig. Und? Hab ich. Geht noch nicht. Halt diesmal kein Full Rage. Das Ding ist, danach sehen wir halt entweder Duck Hunt gegen Snake oder Link gegen Snake. Das wird sich beides ultra schrecklich. Irgendwas passiert, ich frage mich nicht was. Ich weiß nicht, ich hab mich nicht gefragt. Was war das? Snipe auf Play. Beide Heilprozent und das killt. Okay. Weißel im Lead jetzt. Ja. Und wie lange? Weißel im Lead und Nice Face auf sein Tournament Spot. Oh Gott, Gumble down. Nee, auf nee die Bombe. Nice Face, nee. Nee. Ist mir egal, selbst wenn du gewinnst. Für mich hast du verloren. Also dann bauen sie noch von der Bombe ab. Also wirklich. Ich hab 1 mit 3 Connected. Okay, hat nicht Connected, sondern nur Jam 3 getroffen. Oh, achso. Sie waren 5%. Haben wir gesehen, Jam 3 hat getroffen. Werden wir heute noch einen kompletten Jam sehen von mir? Ich war hier gerade wenig Attack. Niemand trifft es gerade. Beide treffen ihn, die Can. Ja, weiß nicht, irgendwie ist halt so. Nightfish spielt halt und es funktioniert oder nicht. So. Manchmal auch selbst defensiver als er das. Ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt so irgendwie so ein bestimmter Plan da ist. Er macht einfach. Gerade funktioniert es halt nicht. Weißt du, ich mache halt nur Rufus die Tat. Oh! Bin ich ehrlich. Zeitbier into F. F. F-Tilt, oh mein Gott, nein, nein. Das, oh mein Gott. Gott. Das wäre so unfair gewesen. Das wäre so unfair gewesen. Er hat roll. Einfach gerollt und nochmal gerollt. Oh, die Bomb Recover. Hat geklappt. Gammel Down Air. Das Ding ist, wenn beide unter Druck sind, Gammel Down Air. Oh, das ist so scary. Oh mein das Gott, ist so Gammel scary. Down Air. Die Gammel Down Air. Er hat ihn. Das ist die Gammel Down Air. Da hat er ihn. Die Gammel Down Air, ich sag's so. Weiße lässt sich einfach nicht unter Druck setzen. Ja. Der wartet einfach noch länger. Weiße lässt sich nicht Gammel Down Air.